Cornelia Halbherr. 23:12, ihre persönliche Bestleistung aus dem Jahre 2018 und 23:95 in dieser Saison. Vessoli mit einem guten Start, jetzt schon bald bei Halbherr. Vessoli und Halbherr an der Spitze, Dagri auf Platz 3. Das Duell Halbherr gegen Vessoli und Halbherr hat die Nase vorn. Sie wird dieses Rennen gewinnen in einer inoffiziellen Zeit von 23:48 bei einem Rückenwind von 1,6 Meter pro Sekunde. Und das ist Saisonbestleistung natürlich für Cornelia Halbherr, die sich da Schritt für Schritt wieder nach vorne oder nach unten arbeitet. Sie hat sich knapp um eine halbe Sekunde steigern können und ist jetzt noch zwei Wimpernschläge über ihrer persönlichen Bestleistung. Cornelia Halbherr, die kommt in Form und ist natürlich mit dieser Zeit auch wieder eine Kandidatin für in den Staffelpool. Sehr gute Läuferinnen haben wir da. Und die Auswahl für die